buchen eine halbstündige Rundfahrt, die uns ungefähr 5 Kilometer durch die Innenstadt führt. Sehen Sie den im 13. Jahrhundert gegründeten Beginenhof. Seit 1926 gibt es dort keine Beginen mehr, sondern Benediktinernonnen und alleinstehende Frauen, die die Häuser bewohnen. Der Beginenhof in Brügge war eine Gemeinschaft religiöser Frauen unter Leitung einer Vorsteherin. Außer dem Haus der Vorsteherin und den anderen Beginenhäusern gab es eine Kirche, ein Gästehaus, einen Bauernhof und eine Brauerei. Im Gegensatz zu Nonnen lebten die Beginen kein ewiges Glück ab. Das Zimt-Jans-Krankenhaus, dessen ältester Teil noch aus dem 12. Jahrhundert stammt.
Heute befinden sich darin das Memmi-Museum und eine Apotheke aus dem 17. Jahrhundert. Hotels der Tuilerien sind aus venezianischem Glas, genauer gesagt aus Murano.
rechten Seite sehen Sie die Rückseite des Gerichtsgebäudes aus dem 17. Jahrhundert, in dem sich die gegenwärtige Büroräume der Stadtbrücke befinden. Die Meebrücke, eine der ältesten Brücken der Stadt aus dem 14. Jahrhundert. Mee kommt von Meekrab, auf Deutsch Färberröte, eine Pflanze, deren Wurzel man stampfte, um einen Farbstoff zu gewinnen, mit dem im Mittelalter Wolle und Tuch gefärbt wurde. Ist ein alter Verbindungskanal zum Kanal nach Gent. Vor uns sehen Sie die Turmspitze der St.-Anna-Kirche und entlang dem Kanal einige typische Brügger Treppengiebel. Vor uns mit dem Turm war im 15.
15. Jahrhundert eine Purtersloge, ein Versammlungsort für reiche Kaufleute. Vor dem Gebäude steht die Statue von Jan van Eyck, einem bekannten Maler aus dem 15. Jahrhundert. Von Brügge. Hier fand täglich reger Handelsverkehr statt. Über das Meer wurden vor allem Lebensmittel, Luxusgüter, Eisenerz und Holz importiert. Die Rückfracht bestand aus verarbeiteten Produkten, vor allem aus Tuch, Lederwaren und Wollstrümpfen. Stadt werden die Reihen genannt. Sie führen Süßwasser, in dem Fische, vor allem Aale und Karpfen leben und sind zwischen 1,5 und 2 Meter tief.
Gotteshaus Nummer 8 auf der linken Seite ist ein Gotteshaus. Gotteshäuser sind alte Anwesen, die ursprünglich von Handwerkern für ihre betagten Mitglieder und Witwen und von Reichen als Wohltätigkeit für bedürftige Alte gebaut wurden. Auch heutzutage werden sie immer noch als eine Art Altersheime genutzt. Holzfassaden vor uns. Die Häuser wurden ungefähr 1920 gebaut. Ende des 15. Jahrhunderts wurde wegen der großen Brandgefahr der Bau neuer Holzhäuser verboten. Die Onselieve Vrouwe Kirche mit dem 122 Meter hohen Backsteinturm. In der Kirche befinden sich unter anderem ein Marienbild von Michelangelo aus weißem Marmor sowie die Mausoleen von Karl dem Kühnen und seiner Tochter Maria von Burgund.
links die Bonifatiusbrücke und dahinter rechts noch einmal eine schöne Sicht auf die Onsenwiese Frauer Kirche. Vergessen Sie den Bootsmann nicht. Wir wünschen Ihnen noch einen angenehmen Aufenthalt in Brügge.